schnappt euch die Kerle. Okay. So einfach kann es gehen. Öffnen. Ist nichts drin. Das Elixier kann ich mir nicht nehmen. Dafür aber den Kram. Oh, da ist ein Arm. Einen hat es wohl erwischt, so wie es aussieht. Nee, doch nicht. Wow. Irgendwas stimmt hier nicht. Er muss hier irgendwo sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Muss mich verhört haben. War doch nichts. Glück gehabt. So, jetzt gehen die wieder ihrer Wege. Wobei ich jetzt rausgefunden habe, dass einer in einem anderen Zimmer rumrennt. Und das ist schon mal praktisch. Obwohl, ich hätte vielleicht die Tür schließen sollen bei der Gelegenheit. Moment, der müsste ja gleich wieder... Oh oh. Er muss hier irgendwo sein. Jetzt hab ich dich. Verdammter Hund! Okay. Eigentlich wollte ich das ja vermeiden. Na gut. So, was haben wir da? Leichen. Da liegt noch was. Kugeln. Bolzen. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Auszug aus einem Regierungsprotokoll zur Krankenvorbeugung. Sehr interessant. Mann, ich vergesse immer, dass ich auf der linken Taste des Dings hab. Verdammt. Ich schalte immer diese Sicht an, warum auch immer. Gewohnheit von anderen Spielen, dass eben auf der linken Seite dann der Angriff ist. Was? Mosleys Speisen und Gebräuche. Aha. Ist nicht ganz so lang, aber anscheinend auch wieder ein uninteressanter Text. Von daher... So, was haben wir denn hier? Wurst. Gut, abgesehen von den Leichen jetzt hier, haben wir ja auch nichts mehr. Auch die Vitrinen geben nichts mehr her. Deswegen geht es jetzt einfach mal raus, wieder zum Boulevard. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wahrscheinlich jetzt 2 Stunden... tendenziell eher 2,5 Stunden aufgenommen. Ich sollte langsam mal eine Pause machen. Achso, ich wollte ja nur zurück wegen dem einen Kerl. Moment. Das kann ich ja nochmal versuchen. Ach, nach oben verringert sich meine Reichweite. Da war was, genau. Verringert sich meine Reichweite nach oben. Oben. Also heißt das, ich könnte nicht da hoch. Wobei das wahrscheinlich auch eher uninteressant ist. Da ist ein Alarm. Das hat man ja vorhin schon festgestellt, dass hier sonst nichts anderes ist. Von daher gehen wir mal zu diesem Holger Square. So. Holger Square. Der Hans Dice. Hallo Martin. Angeblich fällt am zweiten Tag die Haut ab.
Stimmt das? Oder das ist der Juckreiz der Schlimmste? Okay. Oder die Ratten? Jasper, nicht wahr? Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur ihre Frau. Das Gespräch unterbrechen wir jetzt mal kurz. Corvo, ich bin es. Aufseher Martin. Oh, eine Granate gefunden. Schön. Packen wir jetzt mal schön dahin. Corvo, ich wusste, dass sie schaffen. Habe ich auch dem Admiral. Was für ein Anblick sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer sie sind und was sie wollen. Okay, jetzt haben wir eine Granate. Na gut. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Wie kann ich den denn befreien? Man weiß die feine Steinmetzarbeit von Dunwalls Pflastersteinen erst dann zu schätzen, wenn man tagelang darüber gehangen hat. Das ist die Frage. Nichts würde mich mehr freuen, als mich Ihnen und den anderen anzuschließen. Insbesondere wenn noch ein paar Da waren noch Schlösser dran, verdammt. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Das ist doch mal ein netter Wunsch. Der Hans da ist. Aha, das ist eine Karte. So, du bist hier. Dann muss ich hier rein zum Büro des Oberaufsehers. Da ist der Hinterhof, wo ich dann gleich hin muss. Schön. So einfach kann es doch hin und wieder sein. Ich denke mal, die Tür geht eh nicht auf und ich müsste sowieso hier lang. Haters fired the first shot, but Bolters Street Gang fired the last. Ich las just in den Archiven. Sehr interessant. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hatte er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die 7 Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Okay. Dadurch habe ich jetzt eine neue Mission bekommen. Konnte ich das eigentlich öffnen? Nö. Ich hätte eh da hochgemusst. Okay. So. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Okay, das ist der Gegner, der mir am nächsten ist. Ich hoffe mal, ich kann den... Oh oh. Oh oh. Es waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Machen die das jetzt alles wie vorher?
würde der gleich weiter hier lang gehen. Das wäre schon mal ganz gut für mich. So. Schnell. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und gerade weg mit ihm. Nicht, dass der... Ach ne, so. Nicht, dass er mir noch Probleme bereitet. Gut. Wollen wir nochmal sehen, deren Kerl noch. Cool. Das hält einen natürlich sehr gut in Deckung. So, jetzt schnell, damit er sich nicht in irgendeine Richtung umdreht. So, schnell tragen. In die Ecke werfen. Was haben wir denn hier? Bolzen. Schön. So, ansonsten. Jetzt müssten wir doch eigentlich. Das haben wir eigentlich alles an Leuten, bis auf den Kerl da drin. Das bedeutet. Gesundheitselixier können wir schon wieder nicht nehmen. Aber das ist ja nicht schlimm. So. Warum kann ich jetzt hier aufklettern? Weil hier nichts ist. Genau deswegen. So, gut. Dann gucke ich jetzt nochmal hier kurz nach Türen, die man vielleicht... Ne, die ist versperrt. Und die hier sind nicht aufwendig genug designt, um ja, irgendwo hinzuführen. Das bedeutet tatsächlich, dass es nur diesen einen Weg gibt. Alles klar. So, der müsste sich eigentlich gleich umdrehen, weil rechts ist kein Weg. Na komm schon. Na komm schon, dreh dich um. Schön. Glück gehabt, dass der sich nicht gerade weiter umgedreht hat. So, den können wir auch am besten rausschmeißen. Was mir gerade eingefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Betäubungspfeile nehme und meinen Zoom einsetze. Funktioniert das immer noch? Das ist natürlich jetzt echt geil. Allerdings bleibe ich jetzt eher bei der Übersicht. Cornwalls Besuch. Wayland. Ach Gott. Hauptmann Carno und seine Gefolge. Ach Gott, nee. Werden heute Abend kommen. Sorgen Sie dafür, dass Sie den Kontrollposten ohne Zwischenfälle passieren können. Ich möchte, dass Hauptmann Cornow gut gelaunt ist, wenn ich ihn mit ihm im Besprechungszimmer ein Getränk zu mir nehme. Bereiten Sie außerdem die Verteidigung des Kontrollpostens nach vorne hin auch von innen vor, falls die Verhandlungen nicht gut laufen sollten. Nicht, dass ich davon ausgehe, aber ich möchte, dass Ihr Aufseher vorbereitet sind, falls Cornow und seine Männer dem Ruf der Stadtwache gerecht werden sollten. Aha. Oberaufseher. Alles klar. Was haben wir denn hier? Eine Falle. Und Essen. Noch mehr Bolzen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat. Moment. Da. Okay. Gut.
Aha.